Es ist ja oft gar nicht der Preis, der am Vertrag hindert, sondern eher so diese Entscheidungsangst, ne? Dass die Leute einfach so, huch, jetzt muss ich 15.000 Euro ausgeben. Jetzt wird es ja, oh Gott, jetzt geht mein Wecker. Jetzt wird es ja ernst. Und ich finde, das ist auch so ein Thema, ne? Dass die Leute einfach, oder die kommen dann so und sagen, ja, sie sind das erste Geschäft, wo wir gerade nach dem Sofa schauen, oder wir waren jetzt so gerade spontan nur hier, wir wollten ja eigentlich gar kein Sofa kaufen. Also geht es gar nicht um den Preis, sondern eher ja um das Thema, ja, das sind irgendwie andere Einwände, ne? Also das finde ich so, der Preis finde ich, ist für mich gar nicht so das Thema. Also es sind mehr diese psychologischen, diese Hindernisse, ja, sich jetzt festzulegen, sich zu committen und zu sagen, so, wir machen das jetzt, ne? Das ist viel schwieriger, wenn man so diesen Menschen, es gibt ja so Situationen, wo die einfach sagen, ja, wir machen grundsätzlich keine sofort, also ältere Leute, ne, die haben ja grundsätzlich Ängste, so eine schlechte Junge Erfahrung, auch, oder du, junge das auch ist. vielleicht, ja genau, aber so, ne, egal, die haben einfach Angst vor auch, ja, dieses sich festlegen. Also das fände ich toll, wenn ich jedenfalls, ich hätte da, wenn ich da hätte ich noch Bedarf, ein paar schöne, ein paar Hilfen zu bekommen, ne. Also die Systematik, ich mache sie immer beim Thema Einwandbehandlung. Der Kunde hat folgendes Entscheidungsproblem. Ich habe da jetzt keine Grafik dafür. Es geht ein wunderschönes Sofa in deinem Fall von deiner Firma an den Kunden. So, dieses Sofa hat bestimmte Ausprägungen. Das ist rot, das ist aus mundgekaute Nappa-Leder, das ist ein paar Meter lang und das kostet 4.000 Euro. Mit all diesen Sachen kann der Kunde ein Problem haben. Mit rot, mit dem mundgekauten Nappa-Leder und mit den 4.000 Euro. Auf der anderen Seite gehört zu dem Entscheidungsproblem die Investition an sich. Ist es wirklich eine pfiffige Idee, 4.000 Euro für ein Sofa auszugeben? Kann ich mir das leisten? Ja, die ökonomische Situation in Europa ist seltsam, immer gewesen, aber zurzeit besonders. Das heißt, dem geht durch den Kopf, brauche ich das Geld nicht für was anderes? Will ich mir das leisten? Kann ich mir das leisten? Ist die Sofa das wert? Und dann der dritte Teil des Entscheidungsproblems ist, traue ich dieser Frau Angela über den Weg? Denn der Kunde hat nichts außer der Aussage des Verkäufers, dass das ein guter Preis ist, dass das ein gutes Sofa ist. Ja, wenn du zur Firma Audi gehst und sagst, ich will ein Auto, dann weißt du ungefähr, was du kriegst. Und jeder weiß auch, ist nicht ganz billig und nicht ganz teuer. Aber das Problem ist bei Sofas, kennen die Leute sich nicht aus. Können Möbelverkäufer mir sagen, was sie wollen. Die Leute haben keinen Schimmer. Und selbst wir wissen es nicht. Ich bin mit Leuten über die Messe gegangen, Einkaufsprofis, und habe gefragt, auf 10 Meter Entfernung, was darf dieses Sofa kosten? Und die lagen alle plus minus 1.000 Euro schief. Also, dass der Kunde sich nicht entscheiden kann, ist für mich ganz klar, in vielen Fällen. Der hat einfach ein ungutes Gefühl. Wir entscheiden alle mit dem Bauch, nicht mit dem Kopf. Und in den meisten Fällen besteht Einwandbehandlung darin, dem Kunden zu helfen, sich über seine Gründe überhaupt erstmal klar zu werden, dass er es nicht entscheiden kann. Wollen wir es einmal durchmachen, Angela? Du bist Ja, Kunde? gerne. Okay. Ja, super Sofa, was wir hier für